Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir fahren gerade ein kleines bisschen mit unserem Lieblingszug durch London. Ich steige hier mal kurz aus, bevor hier noch etwas passiert. So, wir sind hier und wir wollen weitermachen. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt alles noch machen können. Was haben wir denn hier? Clara O'Dea, Sympathisantenaktivitäten. Das heißt, wir haben jetzt hier anscheinend was freigeschaltet. Dadurch, dass wir jetzt bei ihr Stufe 5 geworden sind, sollten wir hier doch mal kurz mit der Clara was veranstalten. Gepresste Blume, hi. Nee, ich will jetzt eigentlich hier hin, aber dann würde ich doch gerne eine Schnellreise nehmen. Ist es die da am Eingang steht? Oder die da, die den Kopf verdreht? Die da, die mit dem schicken Fummel an? Das ist die Frau, die freitags nicht kann. Ach ja, ich muss mir auch dringend noch, das hat die Christus mir gesagt, dringend noch die schöne Rüstung besorgen. Die neue Rüstung hier, die ich ja mit den Londoner Geheimnissen mir besorgen kann. Das steht auch noch am Plan. Es ist noch so viel zu tun. Krass, die Story geht auch noch weiter und boah, es ist alles noch so viel. Aber ist ja gut, dass es noch viel ist, ne? So, jetzt haben wir da gerade einen besonderen Fundgemeinschaftsglitz gemacht. Hat er jetzt gezählt oder wie oder was? Gemeinschaftsglitch und so. Haben wir hier alle Glitches? Falsches Gebiet. Wir haben hier schon alle Dinge. Okay. Heißt, wir gehen jetzt hier mal zu Clara. Clara, wo bist du? Clara, darf ich Hallo sagen? Fahren. Dankeschön. Schön, danke dafür, dass du für mich aussteigst. Finde ich voll nett von dir. So, Clara, was hast du denn für mich? Meine liebe Dame. Was hast du so für mich? Wie kann ich dir helfen? Hm? Was hast du auf dem Herzen, Clara? So, wir machen hier mal den Abstieg. Einmal aussteigen. Ein bisschen Kopf in die Mauer stecken. Sehr gut. Hi, Clara. Sprechen. Ich finde es ganz wundervoll, was sie für uns Kinder getan haben. Willst du damit sagen, dass ich ein Held bin? Wir gaben alles, was wir konnten, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Danke, Clara. Oh, wie süß. Oh, den Gegenstand holen. Hallo? Alles gut? Bitte schön. Ah, medizinvoll, gut. Ach, das war jetzt also das Ende quasi. Sie hat sich einfach nur bedankt und hat gesagt, Dankeschön, 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 Dankeschön. Finde ich gut, finde ich gut. So, wo machen wir denn weiter? Hier haben wir jetzt noch Frederick Eberlein, der will auch noch Dankeschön sagen. Okay, dann holen wir uns beim Freddy auch noch das Dankeschön ab. Natürlich, wir wollen ja allzu allen nett sein. Nicht nur, also, ihr wisst schon. Wir wollen ja immer schön nett und höflich sein. Auf jeden Fall. Das gehört dazu. Und jetzt geht es im Grunde genommen immer weiter darauf zu, dass wir hier das Spiel einfach abschließen. Wir haben alle Gebiete freigeschaltet. Wir sind dabei, die Sympathisantenaktivitäten bei allen abzuschließen. Ja, dann werden wir irgendwann nochmal einen schönen Stream machen, wo wir alles... Aua, 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 au! Oh, das war verdammt knapp. Aua, 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 ha. Okay, kann ich hier mal... Komm, lass da mal los. Das geht doch, oder? So. Das bisschen Fallen ist doch nicht schlimm. Das hältst du doch aus, meine Liebe. So. Wo ist der Freddy? Freddy, wo bist du? Da ist der Freddy. Okay. Meine Kutsche, meines Vertrauens Gegenstand holen. Schön. Hier, Bas. Au. Dank dir. Dankeschön. Wo ist meine Kutsche? Ah, da ist meine Kutsche. Dankeschön. Voll nett von dir. Voll nett von dir, dass du mir deine Kutsche gibst. Das finde ich echt knorke. Ah, meine Feinde, die Straßenlaternen mussten auch wieder weichen. Tod allen Straßenlaternen. Straßenlaternen diskriminieren die Menschheit, indem sie uns nachts das Licht geben. Sie fühlen sich etwas Besseres, weil sie warm und hell sind. Das geht so nicht. Das können wir so nicht akzeptieren. Tod allen Straßenlaternen. So, Freddy Boy, wo bist du denn? Da ist Mr. Freddy. Oh, Freddy.
Ich habe sie kaum erkannt in der Polizeiuniform. Sie haben sich fein rausgeputzt. Ich wollte Ihnen für Ihre Hilfe bei der Kopfgeldjagd danken. Wirklich sehr beeindruckend, was Sie erreicht haben. Und ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft. Okay. Das war jetzt alles. Kein Gold, Juwelen, besondere Sachen? Nö, ne? Gibt's aber nicht. Nö, nö, nö. Wollen wir nicht, braucht man nicht, können wir nicht. Dann gehen wir hier halt zu Charlie, denn Charlie ist in charge, dass wir da mal die Verleumdung aufklären. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier unsere Kutsche. Wir rekrutieren den Vogel hier mal und ab auf die Kutsche. Go! Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt ist zu dem Kollegen hier. Aber wir sollen doch... Oh! Laufen wir doch nicht davor. 600 Meter, das ist doch viel zu weit. So. Schneller, schneller. Mach schneller, kleines Pferdchen. Durch, durch, los. Ok, ok, ok. Bewegung! Komm schon! Komm schon, Pferdchen, komm schon. Mach schneller. Oh, Pferdchen. Da ist hier der Busch. Und da haben wir den Charlito. Der Charlito ist ein bisschen in Charge. Wenn wir die ungeheure Verleumdung durch Dritte aufklären, lassen wir das Pferdchen nicht. Das hier ist aber wirklich ein Pferdchen sondergleichen. Ah, Pferd, hallo, geht's? Komm mal klar auf dein Leben. So geht das hier nicht. So, Charlie, was ist los? Wo drückt der Schuh, Charles? Verleumdung. Seien Sie nett und holen Sie David eine Zeitung? Da sind Sie ja. In der heutigen Zeitung steht ein Widerruf zu Mr. Owens verleumderischen und ignoranten Ansichten zu meiner Arbeit. Allerdings fühle ich mich selbst wie ein Fossil heute. Wären Sie so freundlich, mir eine Ausgabe der Zeitung zu besorgen? Jetzt kommt der Vogel hier an, damit ich soll ihm eine Zeitung holen? Sag mal. Oh. Hallo? Satan ist der schnell. Soll ich da mal schießen? Soll ich erst schießen oder was ist hier los? Oh Gott, ist der fix. Oh, synchronisiert. Angreifer ist tot. Ups. Okay, ich darf ihn also nicht töten. So viel zu dem Thema. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Doof. War das wieder so ein Spezialding, dass da wieder so einer... Das war wieder so einer, der das nicht hätte sein dürfen. Schade, Schokolade. Let's try again. Angreifer rammen. Oder ist das wieder so eine Quest? Ich kann den nicht erreichen, das Vögelchen. Ich kann das Vögelchen gar nicht erreichen. Oder er will mich halt zu einem speziellen Punkt bringen. Oh. Ist auch möglich. Ich muss ihn verfolgen bis zu einem gewissen Punkt. Komm schon, Evie. Du bist doch schneller als das Vögelchen hier. So geht das hier nicht. Lass dich doch nicht von dem Spacken da abhängen. Au! Was? Wie bitte? Das ist doch Absicht. Das ist hier doch alles Absicht. Komm schon, Evie. Bisschen fixer hier. Aufspüren? Hä? Sehen Sie sich doch einmal an, was ich heute im Angebot habe. Hä? Was? Spiel, was tust du da? Hallo, Evie. Hallo, Evie. Laufen. Also, Spielchen, du ärgerst mich gerade, habe ich das richtig? Du willst mich ärgern, Spielchen? Oh, jetzt bin ich falsch abgebogen. Fuck! Ich bin falsch abgebogen. Nein!
Das geht's doch nicht. Da oben rennt er doch. Ivy, lass du mal los, Ivy. Lauf. Oh, du blöde Kuh, du. Hoch da. Ach, Ivy. Jetzt lauf dem Vogel doch hinterher. So schwer ist das doch nicht. Rüber hier. Go. Ja, Entfernung verringern. Ich würde es gerne, aber er ist so schnell. Der Spacken ist einfach zu schnell und gleich wieder umgefahren vom Zug, oder? Vielleicht kommt der Zug und fährt ihn um. Ich sehe es kommen. Jo, ich wusste es. Sie haben mich gerettet. Korrekt. Nun sagen Sie mir, warum Sie den Zeitungsjungen angreifen. Ein Mann bezahlt uns, damit wir die Jungs zwingen, das Flugblatt hier zu verteilen. Hier, nimm das verdammte Ding und lass mich in Ruhe. Das wird Mr. Darwin sicher interessieren. Schmerzhaftes Spottbild. Machen Sie die Quelle der anti-darwinistischen Propaganda ausfindig. Okay, fortfahren. Okay, Verleumdung. Da hätten wir einen Fight Club. Oh, Fight Club habe ich gerade wenig Lust drauf. So, jetzt haben wir den Darwin hier abgeschlossen. Wo geht es jetzt hier weiter mit dem Darwinito? Und hier ist nichts mit Darwin. Hier geht es weiter mit Darwin. Da ist auch noch ein Darwin. Und was haben wir hier? Henry Green. Nach Henry Green will auch Dankeschön sagen. Okay, dann wollen wir dem Henry Green doch gestatten, uns Dankeschön zu sagen. Oder? Finde ich gut. Ich finde schon, das gehört sich, gehört dazu. Der Henry mag mich sowieso, also Ivy, den mag er sowieso voll gerne. Der will ja am liebsten mit ihr durch die Betten touren, würde ich mal so behaupten. Aber das sind ja ganz normale Dinge zwischen Mann und Frau, das kann ja mal sein. Ne? Das kann ja mal sein. Wir wandern hier noch ein bisschen durch die Gegend und dann schauen wir mal, dass wir das hier um die Ecke kriegen. Hi. Todessprung. Oh! Oh, das ist aber so knapp, wenn die da klack. So, Henry, wo bist du denn? Henry, Henry, komm mal her, du. Henry, Schatzi. Okay, Greenie ist da drin. Ach, hi. Im Bahnhof ist das Vögelchen. Okay, rein da. Mal gucken, wie wir hier in den Bahnhof reinkommen. Ich glaube, hier rüber kann ich irgendwie doch... Konnte ich hier nicht irgendwie... Da geht's lang. Okay, Henry... Henry, Baby, dein Schatzi kommt in diesem Gebiet, ist eine Alarmglocke, was? Hey, Henry. Kriege ich jetzt etwas bessere Reaktion als deine Kollegen vorher? Ah, gut. Sie sind beide hier. Ich habe etwas für Sie. Das ist wirklich nicht nötig. Mehr Geschenke? Sie verwöhnen mich, Greenie. Die Anzahl der Templer schwindet und ich gebe es ungern zu. Aber die Rogues gedeihen. Hast du das gehört, Ivy? Gedeihen. Ihre Zeit in London war nicht verschwendet. Ich bin stolz auf sie. Hat er nicht gesagt, dass er was für uns hat? Und was hast du jetzt für mich, du Vogel? Ja, nix hat er für mich. Der lässt mich hier einfach sitzen. Einfach so. Voll unfair. Mann. Was machen wir jetzt mit dem angefangenen Ding? Wir können den Frachtdiebstahl machen. Was machen wir sonst mit der angefangenen Folge? Jetzt noch Hauptstory anfangen für die letzten 6 Minuten lohnt sich irgendwie nicht. Ach, ist das unschön. Das wäre so schön gewesen. So. Wir diebstahlieren hier einfach mal die Fracht. Ich mache jetzt die Rambo-Methode. Rein, draufspringen, Spaß haben. Ne? Hallo. So. So, du gehörst jetzt mir. Meine Kutsche. Pferd, bleib stehen. Pferd. Dankeschön. Muss ja nur mal kurz sagen, was sagen, dann bleibt das Pferd hier noch stehen. So. Fahren. Attacke. Attacke. Go. Dann wollen wir diese schöne Holzladung hier mal nach Hause bringen. Danke schön. Oh, ich habe einen Freund.
Ich hatte einen. Okay, das ist ein Fetzen. Oh, hi. Go. Da ist noch jemand, der Spaß haben will. Da war jemand, okay. Okay, So. Ich glaube, so kommen wir hier irgendwie der Sache näher. Ich muss die Luftwege Zerstörung ein bisschen voranbringen, glaube ich. Komm schon! Vorwärts! Das sind wir schon. Okay. Erledigt. Sehr schön. Da freut sich Neddy Boy wieder, dass wir das auch erledigt haben. Da freut sich der Neddy doch. Ich wusste es. So, fortfahren. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Wie viel Geld habe ich momentan? Falsches Ding, da muss ich hin. Wieder 12.000. Oh, wir können hier mal wieder upgraden. Inventar, Waffen, ist geupgradet. Handschuhe, wollen wir mal upgraden. Jawohl, verbessern. Jawohl. Schön. Schusswaffen sind soweit. Umhänge. Fehlt uns noch was. Der kürtliche Umhang hier. Der fehlt uns noch. Was müssen wir dafür machen? Erkunden Sie die Welt, um diesen Gegenstand zu erhalten. Okay. Erkunden Sie die Welt. Na denn. Monturen gibt es auch nichts. Interessantes. Ja, Farben. Nee, nee, nee. Upgrades für Ausrüstung. Haben wir eigentlich alles erledigt? Das fehlt uns nur, die Herstellungsvorlage dort. Die kriegen wir wahrscheinlich vom Neddy Boy. Tja. Dann gehen eigentlich noch die Gang-Upgrades ab und dann haben wir es. Schön. Oh, das ist ein Zugüberfall. Zugüberfall, Zugüberfall. Aber ich glaube, es ist zu spät dafür, oder? Oder schaffen wir das noch? Schaffen wir den Zugüberfall hier noch? So. Wertsachen plündern. Ach komm, wir legen jetzt einfach los hier. Das machen wir jetzt einmal mit. Ein kleiner Zugüberfall, den wir hier noch kurz machen. Warum nicht? Gibt ordentlich Geld. Da freu ich mich doch. Okay, wo sind... Ach, da ist die nächste Wertsache. Ist wieder dran vorbeigelaufen. Hier. Eiskalt dran vorbeigelaufen. Schön ist, du kannst hier Zugfahrt machen, die Aussicht genießen. Gleichzeitig noch ein bisschen was plündern hier. Besser geht's doch gar nicht. Okay, da sind noch ein paar Freunde. Da ist eine Wertsache. Nehmen wir alles mit, oder? Was ist mit ihm jetzt gerade passiert? Er hat sich gerade mal hingelegt. Ist etwas schlecht geworden. So, komm her, mein Freund. Komm mal her. Ja, ja, ich weiß. Es tut alles weh und so. Aber ja, ich weiß das hier. Ich weiß das hier. So, hier holen wir uns in die Wertsache. Da, komm mal her. Schloss knacken. Dankeschön. Sehr gut. Und dann gehen wir hier rüber und freuen uns des Lebens. Jetzt müssen wir noch eine Wertsache finden. Ich muss mal. Darf ich mal wieder hoch, bitte? Hier muss ja noch was sein. Da ist jetzt der Wertsache. Da sind die letzten beiden Freunde. Ich glaube, das kriegen wir noch hin hier. Schloss knacken. Okay. Ach, jetzt, wenn wir schon dabei sind, wollen wir noch eben Hallo sagen, oder? Ich finde es unhöflich, hier nicht mal eben kurz wenigstens Hallo zu sagen. Das ist doch irgendwie unhöflich. Ich finde das grob unhöflich. So. Deshalb wollen wir hier noch eben den Kollegen auch noch mal kurz erledigen. So. Thema durch. Wir springen mal kurz runter hier. Und dann sollten wir es eigentlich geschafft haben. Ja! Neddy freut sich wieder. Fortsetzen natürlich. Und, oh, das bricht ja richtig Kohle. Meine Güte, was ist da los? Was ist da los? Was kann man da tun? Hier war doch gerade was eingezeichnet. Hä? Was war denn hier gerade eingezeichnet? Ich weiß es nicht. Kaufen? Alles auffüllen? Okay.
alles aufgefüllt. Und dann würde ich auch sagen, wir machen hier wieder eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Das hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.